Willkommen zu einem neuen Video von Bros in Japan. Heute mal wieder ein Stamp-Rally-Video, in dem wir uns die Gegend rund um Tamachi und Hamamatsu etwas genauer anschauen werden. Wir hatten aufgrund des andauernden State of Emergencies in letzter Zeit leider nicht so viel Zeit, neue Videos zu produzieren. Aber wir haben einige geile Sachen für euch geplant. Und bevor es jetzt mit diesem Video losgeht, holen wir uns erstmal Lunch. Tamachi ist Teil des Minato Business Bezirks an der Tokio Bucht, in dem man neben vielen Wolkenkratzern, in denen sich Firmen wie Bandai Namco Amusement befinden, auch einige Universitätscampusse wie zum Beispiel dem des Instituts für Technologie finden kann. Zu Fuß kann man sogar zur berühmten Rainbow Bridge gehen, welche nur etwa 15 Minuten von der Station entfernt ist. So, das war jetzt aber erstmal genug von mir, der Niki, der wartet schon ganz ungeduldig vor dem Restaurant. Ein Gericht, was man in Tamachi auf jeden Fall essen sollte, ist Soba. Das ist ein lokales Nudelgericht und kostet normalerweise nur so 5 bis 7 Euro. Wir haben uns jetzt ein etwas feineres Restaurant ausgesucht und ja, das soll sehr gute Bewertungen haben. Ich bin schon gespannt und ich habe voll Hunger. Ja, deswegen kommt mal mit und checken wir das gemeinsam aus. Oh Mann, also das war ja dreimal so teuer wie ein normales Soba. Guten Laden ausgesucht, Thomas, oder? Ja, war ziemlich gut, oder nicht? Es hat gut geschmeckt, ich bin auch satt und falls ihr euch mal ein traditionelles japanisches Essen gönnen wollt, dann kann ich den Laden nur empfehlen. Und ja, wir gehen jetzt gleich mal zum nächsten Spot. Wir haben jetzt einen kleinen Spaziergang nach dem Essen gemacht und sind jetzt hier bei dem Tokio Wassertaxi-Stand angekommen in Tamachi. Und Thomas, ich würde sagen, lass mal eine kleine Tour machen, oder? Ich glaube nicht. Wieso? Der Basic-Plan kostet 5000 Yen. Lass mal lieber jetzt zur Station und den Stempel. 50 Euro ist schon ein bisschen teuer. Ja, aber dann halt kurz zu Tokio Wassertaxi-Service im Generellen. Also hier kann man halt Touren machen zu verschiedenen Stationen eigentlich, die halt am Meer liegen. Und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wenn man mal ein bisschen Zeit und Geld hat vor allem. Aber ja, wir holen uns jetzt lieber den nächsten Stempel. Wir sind jetzt hier bei der Hamamatsu Station angekommen und haben uns auch schon den zweiten Stamp geholt und der Tokyo Tower ist ganz in der Nähe. Aber bevor wir dort hochfahren, schauen wir uns noch ein bisschen die Umgebung an und machen ein paar geile Shots. Hamamatsu ist nicht nur praktisch, um mit der Tokyo Monorail zum Haneda Airport zu gelangen, sondern auch die perfekte Station, wenn man dem berühmten Tokyo Tower einen Besuch abstatten will. Vom Nordausgang der Station kann man das Wahrzeichen der Stadt bereits sehen und braucht nur ca. 15 Minuten bis zum Fuße des Tokyo Towers. Und sobald ihr das Daimon-Tor des Sojourji-Tempels seht, dann wisst ihr, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Ja, wir sind jetzt hier beim Sojourji-Tempel angelangt und wie ihr sehen könnt, der ist direkt neben dem Tokyo Tower. Und ja, diese Tempelanlage ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Es ist auch relativ selten, dass man so einen großen Tempel inmitten vom Stadtzentrum sieht. Und ja, das ist auch alles ein Nachbau und wie ihr sehen könnt, es wird auch hier noch etwas gebaut. Außer angeblich das Main-Tor, das ist noch aus der Originalzeit. Und ja, gestern war ein Taifun, deswegen ist es heute super heiß und wie ihr sehen könnt, wir sind schon etwas fertig. Deswegen gönnen wir uns jetzt gleich eine kleine Pause im Shibakoen hinter dem Tempel. Wir sind jetzt hier beim Shibakoen angekommen und es ist ein relativ entspannter Ort, um einen schönen Ausblick auf den Tokyo Tower zu genießen. Ihr müsst aber aufpassen, wo ihr genau hingeht, denn es gibt 4 oder 5 verschiedene Parks, die alle Shibakoen heißen und je nachdem, wo man ist, hat man halt einen anderen Ausblick auf den Tokyo Tower. Wir müssen jetzt noch ein paar Minuten warten, bis wir hochfahren können, aber wir sehen euch gleich oben.
Ja, das war der Tokyo Tower und ihr könnt ihn auch noch ein bisschen im Hintergrund sehen. Und ja, zum Glück haben wir jetzt wieder festen Boden von den Füßen. Da bist du halt froh, oder? Ja, es war ein bisschen zu hoch für mich. Aber ja, wir sind jetzt wieder beim Tempel und der hat zum Glück noch auf. Also wenn ihr unsere anderen Videos gesehen habt, dann wisst ihr, die machen normalerweise so gegen 5 zu. Und ja, zum Glück haben wir jetzt auch hier noch die Lichtquelle gefunden. Man muss einfach nehmen, was man hat. Ja, ganz genau. Ja. Auf jeden Fall, der Tokyo Tower selbst ist ja ein Besuch wert, also das ist richtig geil. Für jeden, der es nicht weiß, das ist ein Funkturm, der den Eiffelturm nachgebaut wurde. Und es gibt zwei Decks, das Main Deck und das Top Deck. Wir sind heute bis zum Top Deck hochgefahren. Ja, das ist etwas teurer auch als das Main Deck, kostet 25 Euro. Und man muss das auch im Vorhinein reservieren, also man kann das Ticket nicht dort kaufen. Dafür hat man aber auch den wahrscheinlich besten Überblick auf über Tokio. Fall, ja. Und ja, für jeden, der ein kleineres Budget hat, empfehlen wir trotzdem das Main Deck. Da hat man trotzdem einen sehr guten View. Genau. Und beim Top Deck müsst ihr noch darauf achten, dass ihr ein bisschen mehr Wartezeit einplanen müsst, weil wir sind heute auch ein paar Mal in der Schlange gestanden. Ja. Und bevor ihr überhaupt zum Aufzug gehen könnt, müsst ihr noch ein kleines Ritual überwinden. Und da wird euch dann dieses komische Video-Zeichen beigebracht. Das hat irgendwas mit Elektrizität und Funk zu tun. Und das ist wohl ein Gruß, den man da in Tokyo Tower verwendet. Ganz genau. Also bevor ihr überhaupt dann hochkommt, müsst ihr erst mal ein bisschen was lernen. Und ja, auf jeden Fall die Sicht, die ihr danach dann habt, die ist es auf jeden Fall wert. Ja, und wenn euch unser Video gefallen hat, dann vergesst nicht, ein Like zu hinterlassen, zu kommentieren, unseren Channel zu subscriben und die Glocke zu drücken, dann bekommt ihr auch immer Updates, wenn wir neue Videos hochladen. Ganz genau. Und ja, wir haben auch jetzt seit neuestem einen Twitter-Channel, auf dem wir mehr so Casual-Content über unser alltägliches Leben posten. Also für jeden, den das interessiert, schaut da bitte gerne mal vorbei. Ganz genau, da posten wir da mal hier und da, so wenn wir was sehen. Und ja, bevor wir das Video aber jetzt beenden, gibt es noch einen besonderen Ort, den wir euch zeigen möchten. Ja, so stay tuned for that. Ja, und ja, das waren eure Bros in Japan. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum wir hier in einer Parkgarage sind. Und nein, wir fahren hier nicht mit dem Auto weg. Wir haben ein kleines Extra für euch, nämlich einen der besten Instagram-Spots, um den Tokyo Tower zu fotografieren. Das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Let's go.